Einen wundervollen guten Morgen. Ich habe euch noch nicht so richtig platziert. Oder vielleicht in eurer Welt guten Mittag, guten Abend oder was auch immer. Ich muss erstmal wieder die ganze Geschichte hier lernen, kann man so sagen. Ich bin raus nach einem Monat. Aber ich will gar nicht so viel drüber reden, denn das sagen so viele immer so oft und stellenweise ist es so ein bisschen nervig. Weil ich es ja bewusst, dass ich in der Pause war und nun gut, ich bin wieder da, ne? Zweites Video. Ich war heute beim Sport. Ich bin so im Arsch. Ich hatte auch heute mal wieder keine Kraft. Und ich habe so eine Person beim Sport und die lässt ständig so ein rechtes Gedankengut los, wo ich immer denke, so, boah, no way. Dann kommt sie von hinten immer mit so einem Blödsinn und das Beste ist ja, und das ist das, was ich nicht verstehe, sie ist selber Ausländerin, Slowakin oder so, hat sie, glaube ich, mal gesagt. Und ich denke mir jedes Mal so, du weißt aber schon auch, dass du keine Deutsche bist, ne? Also, ich verstehe so, ich verstehe rechtes Gedankengut, verstehe ich nicht. Absolut nicht. Und so Alltagsrassismus finde ich halt richtig hart zum Kotzen. So, reiß dich doch einfach mal am Riemen. Ich habe hier immer noch meinen Alverde Make-up, weil ich bis dato immer noch nichts Neues gekauft habe. Weil ich mir halt einfach sage, ich habe das noch und würde das gerne aufbrauchen, auch wenn das von der Farbe her nicht 100% das Richtige ist. Egal. Aber ich werde als nächstes werde ich dieses Lililolo in groß kaufen. Denn das ist halt von der Qualität her schon mal anders. Hat viel besser auch. Kostet halt auch sein Geld, aber gut. Also Flüssiges werde ich mir nicht mehr holen, weil ich bin halt einfach zu häufig nicht geschminkt. Und ich brauche die Sachen halt nie auf. Und das führt immer dazu, dass ich sie wegschmeißen muss. Und so Mineralzeug musst du halt nicht wegschmeißen. Das hält dir. Weil halt eben keine cremigen Substanzen drin sind. Naja, zurück zu der Person. Ich habe halt auch nie Bock mit der zu reden. Die schwallt dich immer zu. Vor allem, ich gehe halt ins Fitnessstudio nicht, um Schwätzchen zu halten. Muss sie so sagen, wie es ist. Und auch nicht um zu diskutieren. Ich habe schon oft gesagt, du kratz keine Zeit oder keine Lust. Oder ich habe schon also ich bin eh schon jemand, ich habe immer Kopfhörer drauf. Oder fast immer. Manchmal nicht. Manchmal habe ich keinen Bock drauf. Und ich gebe dir schon gar keine Gelegenheit mehr mit mir zu reden, weil kommt eh Scheiße bei ihr raus, ohne Witz. Du kriegst so jemanden auch nicht geändert. Ne? Also, das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe an. Absolut nicht. Ja, das ist echt. In meiner Welt gibt es sowas nicht und ich bin immer total baff, wenn dann wahrlich Ausländer mit so einem rechten Scheiß daherkommen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Nee, das geht gar nicht. Das geht einfach überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss bald mal wieder bei EcoVerde bestellen. Denn mein Concealer, ich sollte den mal ersetzen. Dann würde ich halt auch mal wieder eine Wimperntusche holen.
Das ist für mich auch so eine Sache. Ich krieg Wimperntuschen nie leer. Ich krieg die einfach fucking nie leer. Aber naja. Und das sollte ich auch mal austauschen. Solche Sachen musst du halt mit der Zeit, wenn es so Cremeprodukte sind, musst du halt schon mal wechseln. Was mich total wundert, ist, ich habe ja immer noch diesen Highlighter. Gibt es leider nicht mehr. Und der ist aber noch gut. Der ist halt schon dementsprechend alt. Aber der ist noch gut. Sobald der sich von der Textur und so verändert, dann kommt der knallhart weg. Also da bin ich dann schon immer dahinterher zu gucken. Ja, ihr werdet jetzt häufiger auch Shorts bekommen. Ich habe mich jetzt lange Zeit gegen die Shorts so ein bisschen gewehrt. Aber ich versuche mich da gerade dran, weil da auch YouTube gerade extrem viel also YouTube pusht das gerade ohne Ende. Und da will ich dann natürlich auch nicht nein sagen. Ne? Das ist das Lili Lolo. Ja, und mir ist auch ganz wichtig mal zu sagen, das habe ich aber auch schon im Vlog gesagt, im Weekly Vlog auf meinem Zweitkanal. Sport, wenn du dir eine Routine aufbaust, das ist A und O, das stimmt halt wirklich. Heute hatte ich so keinen Bock. Und dann kam auch noch dazu, dass ich halt einfach zum einen die Dummschwätzerin mir wieder versucht hat, voll zu sözen. Und ich halt einfach auch keine Kraft hatte. Aber ich war dann so in der Routine drin, dass ich durchgezogen habe. Und das stimmt halt schon. Das macht echt jede Menge aus, muss man schon sagen. So, was machen wir jetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie schminken geht, weil ich bin halt nie geschminkt. Aber heute hatte ich echt mal wieder Bock, so ein bisschen. Wenn man das eben auch dazu nutzen kann, hier ein paar Informationen zu droppen. Weil nicht jeder von dem Kanal hier will rüber switchen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also es wird jetzt ab sofort ein paar Shorts mehr geben. Gerade auch. Ich kaufe mir halt oft mal nur so einzelne Sachen und da, die zeige ich halt dann, was ich so gekauft habe, was in nächster Zeit kommen wird. Dann auch vielleicht mal so ein Mini-Kosmetik-ABC. Mal schauen, ob ich das so hinkriege. Das weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Ich habe mir hier diese Puro Bio-Palette rausgelegt. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Ich habe gestern eine auf YouTube gesehen, die war echt ganz cool geschminkt. Und ich hab zum einen habe ich auch noch so Pigmente und so Zeug. Ah ja, ja, da ist Gold drin. Da ist Gold drin. Ich glaube. Und zuerst den hier. Der ist mega alt schon. Ich weiß, da machen so viele scharf drauf auf diese LE. Das ist ein Essenslidschatten. Und in der LE haben sie halt so auf MAC gemacht. Zum ersten Mal runde Lidschatten und dies, das. Also diese runden Lidschatten gab es vorher schon auch. Das ist jetzt weniger.
Aber da haben sie dann zum ersten Mal so ein bisschen auf High-End probiert. Und ich weiß, wie jeder, einfach jeder dahinterher war. Und das ist, glaube ich, auch so ein Lidschatten, den ich der Maggie damals nachgekauft habe. Ich glaube schon. Okay, das Braun ist sehr rot. Egal. Vielleicht können wir noch was mit dem Gold machen. Mal schauen. Wenn ich mir denke, was ich alles weggeworfen habe von dem ganzen Scheiß, den ich früher gekauft habe, ist einfach brutal. Wieso nehme ich den Lidschatten so selten? Sag mal. Naja, die Pause ging super schnell vorbei dieses Mal. Durch das, dass ich halt auch bis Ende Dezember jetzt Videos gemacht habe, der auf meinem Zweitkanal. Und das habe ich dann schon gemerkt, so, dass das rasend schnell vorbeigegangen ist. Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt wieder im Game bin. Aber der Algorithmus von YouTube wird mich jetzt erstmal bestrafen. Das ist bei YouTube wie, die meisten von euch kennen sich ja mit Instagram aus, machen vielleicht auch ein bisschen Instagram. Diese ganzen scheiß Plattformen sind inzwischen so aufgebaut, dass wenn du dir eine Pause erlaubst, und das erlaube ich mir ja jedes Jahr zweimal, dass du halt megamäßig bestraft wirst am Anfang. Und ja, das ärgert mich jedes Mal aufs Neue. So, ich bin jedes Mal aufs Neue so ein bisschen baff, was das betrifft. Aber es ist nichts Neues, nein. Also. Es ist leider nichts Neues. Und bis dann die ersten wieder kommen, die sagen, du ladest ja schon lange wieder hoch, vergeht dann meistens ein Monat. Muss man sagen, ich nehme gerade aus der Puro Bio Palette den hier. Und das ist schon krass, ja. Und ja, das geht so lange. Das ist einfach heftig. Deswegen versuche ich jetzt, ich will nicht zu viel versprechen, ein bisschen mehr so Instagram mit einzubinden. Aber ich bin halt echt, was Instagram betrifft, so nachlässig. Das ist brutal. Dann nehme ich mir immer mega vor, ja, jetzt Instagram und alles, und dann mache ich es wieder nicht. Ich weiß auch nicht. Vor allem durch das, dass ich halt Weekly Vlogs für einen Zweitkanal ja immer mache, ist das für mich halt oft nicht stimmig, da halt dann noch Stories zu machen. Aber ich merke da auch so ein bisschen, dass da verschiedene Leute ein bisschen schwächeln, so mal mehr, mal weniger machen. Mal hauen sie richtig viel raus, dann wieder ein bisschen weniger. Falls du bei mir noch nicht auf Instagram bist und unregelmäßig von mir hören möchtest, guck gerne mal vorbei. Ich heiße auf Instagram genauso wie hier. Und ich glaube, unter dem Video findest du sogar den Link dazu. Musst du mal aufklappen. So.
Ich weiß noch, was ich machen kann. Also der Lavierer-Highlighter, dem geht's noch gut. Geh auf. So gehst du jetzt nicht auf. Warum gehst du jetzt nicht auf? Ich hatte den doch gerade vorher noch auf. Nichts zum Klappen, zum Drehen. Oh je. Und so sieht der aus. Den gibt es aber leider nicht mehr. Ich habe auch so ein bisschen gemerkt, dass der Trend von so Cremeprodukten ein bisschen weg ist. Die Kombi mag ich halt ganz gerne. Jetzt muss das mit dem Eyeliner nur noch funktionieren. Das ist ja so die größte Herausforderung. Bisschen Kämmerei. So. Und ich habe einen Lavera Eyeliner. Ich finde, die lohnen sich auf jeden Fall. Nach Recherche. Ja. Die lohnen sich auf jeden Fall. Ich wollte jetzt mal von Lavera auch eine Mascara probieren. Da gucke ich halt schon, dass ich größtenteils Naturkosmetik verwende, denn ihr wisst ja, dass ich auf das Thema Kunststoffe in der Kosmetik achte, Mikroplastik und Co. Ich finde, da tut sich einfach, was Kosmetik betrifft und herkömmliche Kosmetik und dekorative Kosmetik vor allem, tut sich da einfach viel zu wenig. So, kann man machen, oder? Ich extrem schlecht sehe inzwischen, muss ich so ein bisschen gucken, dass ich auch zwischen meinen Wimpern ein bisschen was setze. Vielleicht tue ich noch ein bisschen Kajal oben drauf, mal gucken. Aber das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Gibt es eigentlich diesen Dating to Black noch von Catrice? Ich glaube nicht, oder? Kann man so rausgehen? Ich glaube schon, oder? So. Und ich finde es bei Wimperntusche. Finde ich das echt schwierig, muss ich sagen. Bei Wimperntusche ist es echt schwierig, denn die ohne Kunststoffe, die hält meistens nicht so gut. Die machen was trinken. Da merkst du es wie bei Make-up halt eben auch. Das haben die noch nicht so richtig raus, wie man das halt besser machen kann. Ich habe mich jetzt für unten kein Kajal entschieden und für oben dann demnach auch nicht. Ich will es heute nicht so schwarz haben. Keine Lust.
Und dann musst du mir eins, muss man dann bei den Naturkosmetik-Mascaras sagen, die sind halt meistens erst einigermaßen gut, wenn sie ein bisschen älter sind, also schon länger offen. Da, wo du halt eigentlich eine Mascara wegschmeißen solltest. Also wenn bei mir das Zeug, das wisst ihr ja selber, zu alt wird, ich gehe nie nach dem Verfallsdatum, ich gehe nie nach diesen 6 Monaten bei Mascaras, aber wenn sie zu alt werden, schmeiße ich sie auch weg. Ich kriege die ja nicht leer, habe ich ja schon gesagt. So. Noch jede Menge so Highlighter-Krust und so. Ich denke nie, dass ich mir erstmal was Cremiges wiederholen werde. Denn ich habe so viel Zeug, was das betrifft, noch hier rumliegen. Der ist auch ewig alt. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich muss unbedingt meinen Pony schneiden lassen. Der ist jetzt einfach schon wieder zu lange. Und ich selber kriege das leider nicht so hin, nicht ehrlich. Das wird bei mir immer krumm und schief. Deswegen lasse ich das schneiden und melde mich jetzt an der Stelle wieder ab. Freut mich, dass ich wieder Videos machen kann. Das ist jetzt das zweite Video. Vielleicht hast du das von letzter Woche nicht gesehen. Dann verlinke ich dir das auf jeden Fall mal in der Endcard. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!